zusammen! Heute gibt es mal wieder ein Aufgebraucht. Das ist jetzt das von März und April. Und ich habe außer Beauty mal wieder ein bisschen Futterzeug aufgebraucht. Und das werde ich einfach zum Schluss machen. Also sozusagen zwei Hälften. Für alle, die es nicht interessiert, die können ja dann nach dem Beauty-Teil ausschalten. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, viel Spaß dabei. Anfangen möchte ich mit meinen Kolorationen, die ich benutzt habe. Ich denke, das ist noch Standard. Und zwar zum einen von L'Oréal Paris, mal wieder Préférence Extreme Platinum. Wir haben jetzt zwar schon Mai, aber ich habe die heute auch wieder benutzt. Und Silbershampoo und so. Man muss dazu sagen, ich bin so hellbraun mit Asch. Ungefähr. Oder vielleicht auch schon mittelbraun, mittelaschbraun. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich muss dazu sagen, dass es relativ gelb wird am Anfang. Also es wird nicht so hell. Aber ich mache das eh immer zweimal. Und wenn man halt nicht einen zu großen Ansatz hat oder jetzt nicht gerade einen Mittelscheitel, dann fällt das nicht auf. Und dadurch, dass die eigentlich relativ schwach ist und ich finde, die brennt auch überhaupt nicht und so, ja, finde ich das ziemlich gut. Und ja, wie gesagt, wenn man zweimal drüber geht, ist es eh hell. Also von daher, dann noch ein bisschen Silbershampoo und dann passt das Ganze. Ja, ich bin jedenfalls mit der sehr zufrieden und bleib dabei. Und wobei ich nicht bleiben werde, auf Empfehlung von so vielen Leuten habe ich von Sios mal die Koloration ausprobiert. Das ist jetzt schwarz. Also das normale Schwarz, nicht das blaue Schwarz. Soll angeblich sehr lange schwarz bleiben und soll halt super toll sein. Kann ich mich jetzt nicht so anschließen. Also richtig schön schwarz wurde es. Es wurde auch nicht fleckig oder so. Es hat sich richtig toll verteilen lassen. Hat allerdings auch eine riesen Sauerei gemacht. Und die Flecken gehen ums Verrecken nicht mehr weg. Was bei anderen Farben nicht ganz so krass ist. Also es färbt ordentlich ein. So. Ich habe ein bisschen, also ich habe das Ghoul Farbglanz Shampoo benutzt. Ja, doch. Das hauptsächlich. Und ich muss sagen, es hat relativ lang gehalten. Also länger, als ich erwartet hätte. Aber es ist trotzdem rausgegangen. Man sieht es jetzt im Vergleich zu dem Weiß natürlich nicht. Aber meine Haare sind jetzt eigentlich wieder so mittelbraun. Sieht jetzt dunkler aus, egal. Das heißt, so lange hat es jetzt auch nicht gehalten. Und ich muss auch einen fetten Minuspunkt geben, weil meine Haare wurden dermaßen trocken davon. Also die Spitzen, die sind jetzt noch staubtrocken. Wenn ich da jetzt nichts reinmache, so kein Öl oder so und irgendeine Glättungscreme, dann sieht es aus. Und ja, also die haben, also einige Spitzen haben sich dann auch gesplittet. Hatte ich vorher nicht, hatte ich erst direkt danach. Und das war so krass bei den anderen Kolorationen, die ich bis jetzt hatte, nicht. Also Farbe ja, aber es trocknet halt sehr, sehr aus. Und ich würde es nicht nochmal kaufen. Mal gucken, ob ich Schwarzkopf noch eine Chance gebe nach dem, wo ich jetzt schon gekauft habe. Also diese Color Nectar Color, glaube ich. Genau, Nectar Color heißt sie. Das ist so ziemlich mein letzter Versuch. Und wenn Schwarzkopf mich dann nicht überzeugt, dann war es das. Und ja, keine Empfehlung von mir. Dann doch eher das Schwarz. Das hält zwar nicht so lange, aber dafür ist es nicht so austrocknet. Dann geht's weiter. Bei dem bin ich mir relativ unsicher, ob ich das nicht schon mal gezeigt habe, weil mir kommt es vor, als hätte ich das schon viel länger aufgebraucht. Und zwar rede ich von der Balea Body Creme Vanille für normale Haut. War eine Limited Edition, gibt es immer mal wieder neue. Ich weiß jetzt nur nicht, was gerade aktuell ist. Vielleicht Blaubeere? Nee, es gibt bestimmt schon wieder Neues. Egal, auf jeden Fall, ich hatte mir erhofft, dass es ein super leckerer Geruch ist. War es überhaupt nicht. Also dieses, das ist schon vanillig, aber es ist einfach so künstlich und dann irgendwie noch so ein bisschen scharfe Vanille. Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht angenehm. Und ich habe so gekämpft mit diesen Dingen. Also die Edition ist bestimmt schon 2 Jahre alt oder so. Ich habe dann wirklich gekämpft, weil ich es leer bekommen wollte. Habe es dann halt auf die Beine geklatscht. Ich bin so froh, dass es weg ist. Das glaubt ihr mir. Balea-Cremes an sich sind ja nicht sehr pflegend und es hat leider bei meiner Winterhaut, weil im Frühling, Sommer werde ich bestimmt keine Vanille benutzen, hat für bei meiner Winterhaut leider überhaupt nichts gebracht, deswegen war es mir eine Qual, es aufzubrauchen. Wie gesagt, Duft gefällt mir nicht und Pflegewirkung gefällt mir auch nicht, weil meine Haut dann trotzdem dermaßen trocken war, dass sie gejuckt hat und es ist echt uncool im Winter, wenn man dann versucht, ganz normal zu arbeiten oder zu schlafen und ständig juckt dieses Bein so, weil, boah, nee. Also, naja.
Wie gesagt, es ist auch für normale Haut. Pflegewirkung ist nicht so gut. Gilt, denke ich, für alle Cremes. Dann total spannend, Ebelin Wattestäbchen. Was nehme ich denn? Ach, bleiben wir einfach nochmal bei der Creme. Ich habe dann noch eine Probe von Dove Body Milk, reichhaltige Pflege, für trockene Haut leer gemacht. Fokussiere. Hopp. Ja, auf den Nägeln habe ich ein bisschen Nagellack ausprobiert. So, das ist die hier. Die fand ich eigentlich recht gut. Und der Duft ist auch angenehm, also ist voll okay. Riecht halt nach Dove typisch. Pflege war okay, aber es hätte noch ein bisschen mehr sein können, zumindest im Winter. Jetzt im Frühling wäre es bestimmt top. Also ich rede vom Winter, weil es war ja noch schweinekalt jetzt. Also, ja. März war halt kalt. Egal, auf jeden Fall würde ich mir vielleicht nachkaufen, wenn ich nicht noch was Besseres finde. Wer nicht ganz so trockene Haut hat, kann es gerne probieren. Ups, schmeiße ich erstmal weg. Dann geht's weiter. Ich habe das Haarspray leer gemacht. Das habe ich bestimmt auch schon mal gezeigt. Das Volume Effect von Balea mit extra stark Stufe 4. Halt, finde ich super klasse, weil es sprüht sehr fein. Man erstickt dabei nicht, was bei mir mit meiner Lunge sehr wichtig ist. Ich meine, ihr hört ja, wie ich atme. Und weil diese neue Rezeptur von dem Trockenshampoo ist ja zum Kotzen, beziehungsweise zum Ersticken bei mir. Und das ist definitiv nicht so der Fall. Und ich finde, es verklebt nicht. Man kann auch relativ viel benutzen, ohne dass es so krass verklebt, beziehungsweise man sieht es nicht. Und bei mir ist es ein Unterschied. Also ich verstehe unter verklebt jetzt nicht unbedingt, dass man eine Strähne hochzieht und dann lüftet sich der ganze Pony, sondern wenn es so kleine Strähnchen zusammenfasst, die dann ganz fest sind, wo sie auch nicht mal ausbürsten lassen. Das kann ich nämlich nicht leiden, weil dann hat man sofort Ponylücken und so. Ist da jedenfalls nicht der Fall, ist also auch für feines Haar gut. Der Halt ist relativ gut, aber ich gehe trotzdem zumindest für den Pony noch ein bisschen mit einem Haarlack drüber, aber auch nur wenig. Was ich an ihm gut finde, man kann sprühen und man kann es dann noch ein bisschen stylen. Das heißt, für meinen Pony, ich mache dann halt so, also ich mache immer so ein bisschen kopfschräg, mache dann so, damit ich eine Kante über der Augenbraue habe, mache drauf und dann kann ich nochmal so ein bisschen formen. Und wenn ein paar Strähnen nicht hängen, kann ich die nochmal so rausziehen oder ich kann es nochmal ausbürsten. Das geht auch super gut. Ja. Von daher werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil ich finde es toll. Aber im Moment habe ich noch ein paar mehr Haarsprays zum Ausprobieren. Bis jetzt kann es aber nicht so wirklich damit mithalten. Und wenn ich bedenke, dass das nur 1 Euro kostet, also ungefähr 1 Euro, ich glaube 85 Cent sogar nur. Große Empfehlung, sehr große Empfehlung. Und ich denke, die anderen sind auch so gut. Also, ja. Dann habe ich mal wieder einen Eyeliner leer gemacht. Das ist von Essence, der nicht waterproof, aber... Der Pinsel war kaputt, deswegen musste ich den Pinsel von einem Waterproof mit reinstecken. Und wie ihr seht, die Schrift ist schon komplett weg, also uralt. Kommt auch nichts mehr raus. Und ja, ich bin jetzt erstmal umgestiegen auf Catrice und ich probiere mir jetzt so ein bisschen durch. Weil ich finde, der von Essence, der trocknet irgendwie so krümelig. Also er trocknet wie so eine zweite Haut. Und sobald man Fältchen hat, so wie ich mit meinen 22, und dann irgendwie grinst oder so, dann bröckelt das so ab. Und wenn man dann wieder das Lid so strafft, dann hat man da so Löcher drin. Was natürlich scheiße ist. Deswegen, ja. Aber ansonsten Deckkraft und so ein Auftrag und Handhabung, bla bla bla. Farbe finde ich alles super. Pinsel ist auch super. Nur diese Falten. Kann der Eyeliner vielleicht nicht so viel dafür. Aber ich finde, er sollte auch Falten standhalten können. Und sich nicht gerade ablösen, ne? Dann mache ich weiter mit den Mascaras. Da habe ich nämlich jetzt, also ich bin gerade am Leergemachen gewesen, weil ich mehrere jetzt neu ausprobieren wollte. Habe ich mir jetzt auch schon gekauft. Jedenfalls, ich habe jetzt endlich mal leer bekommen von Essence, die I Love Extreme Volume Mascara. Hatte ich, glaube ich, sogar 2 davon. Und die pinke hatte ich ja auch mal. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Jedenfalls, ja, was kann ich dazu sagen? Alle lieben sie, weil sie so ein Riesenbürstchen hat und so tolles Volumen macht und bla 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 bla. Fakt ist, ich habe winzig kleine Augen, ja? Und dieses Bürstchen ist größer als mein ganzes Auge. Und ich habe kurze, gerade Wimpern, was so viel bedeutet wie,
Die Bürste ist so groß, dass ich alles verdopse, bevor ich überhaupt Mascara an den Wimpern habe. Zudem finde ich nicht, dass sie verlängert. Sie gibt auch keinen Schwung. Volumen gibt sie, solange sie feucht ist. Der Nachteil ist aber, sie trocknet sehr schnell aus. Sehr schnell. Dann verklebt sie meine Wimpern. Sie macht Panda-Augen, was mir bis jetzt nur bei den I Love Sachen von Essence passiert ist. Und zwar, also wenn ihr dann halt Mascara habt und ich habe so ein bisschen Schlupflider, zumindest an der Seite. Und ich habe dann hier oben lauter Punkte von der Mascara, beziehungsweise ich habe ein bisschen ölige Lider und im Laufe von den nächsten Stunden habe ich dann hier so einen richtig schwarzen Film. Das ist echt widerlich. Da muss ich ständig so machen und es wieder wegwischen. Ist bei anderen Mascaras nicht so, deswegen total durchgefallen. Und man muss noch sagen, sie bröckelt. Mit der Zeit habt ihr also lauter Punkte. Und ich finde, der Preis rechtfertigt nicht, dass sie so schlecht ist. Klar, wenn ihr lange Wimpern habt, wenn ihr lange und am besten noch geschwungene Wimpern habt oder nur lange und große Augen, ist die bestimmt super geil. Weil, wie gesagt, sie macht ja zwar keine Länge und so, aber sie macht mega Volumen. Für kurze Wimpern könnt ihr es vergessen. Also ja, sehr positiv davon überzeugt ist zum Beispiel die Izzy. Die hat zum Beispiel fast doppelt so große Augen wie ich und total lange Wimpern. Was eigentlich meine Theorie bestätigt. Ja, also wenn ihr... Oder wir hatten noch so lange Wimpern. Keulchen 14. Genau, wenn ihr solche Augen habt, dann probiert sie aus. Ansonsten lasst es. Lasst es. Ach ja, und da sie so schnell eintrocknet, würde ich sagen, wenn ich mir in der Zeit von einer Maybelline-Mascara für 9 Euro drei Mascaras für 3 Euro kaufen muss und mich dann noch mit der Qualität rumärgere, dann kaufe ich mir gleich die von Maybelline. Die nächste Mascara ist von P2, die Lash Bomb Mascara. Habe ich euch auch schon sehr oft gezeigt, jetzt ist sie endgültig leer. Ist die grüne und die hat so ein, ja gut, mittelgroßes Bürstchen bis groß. Und das ist so wellig. Und ich fand die saugut, weil die mega geilen Schwung gemacht hat. Und Volumen, verlängert geht so. Blöd war nur, was sie... Also sie hat keine zulaufende Spitze, was ein bisschen blöd ist, um an die unteren Wimpern ranzukommen. Da bin ich auch ab und zu rangeditscht. Aber, ups, ich habe die ewig lang benutzen können. Also sie ist nicht schnell eingetrocknet. Und ja, Volumen und alles ist super, nur Länge. Hat halt auch ihre Schwächen. Ich habe sie sehr oft gelobt, weil ich sie halt wirklich gern mag. Gerade wegen dem Schwung. Ich weiß auch nicht, mit diesen komischen Hubbeln hat die mega Schwung gebracht. Ich weiß nicht wie, aber... Weil theoretisch müsste ja dann so Schwung, kein Schwung, Schwung, kein Schwung. Deswegen, keine Ahnung. Schade finde ich nur, dass P2 mal wieder die aus dem Sortiment genommen hat, wie sie es ja jedes Mal macht. Meine andere Lieblingsmascara von P2 gibt es auch nicht mehr. Und ich könnte P2 dafür erwürgen. Weil jedes Mal, wenn man bei P2 irgendeinen Liebling gefunden hat, was schwer genug ist, geht er aus dem Sortiment. Jedes Mal. Zum Kotzen. Ja, und leider bekommt man ja kaum mit, wann das wäre, weil kein Mensch darüber berichtet. Scheiße. Naja. Ich sage gerne Scheiße in Videos. Da ich das auch privat mache, sehe ich nicht ein, mich dafür zu entschuldigen, weil das beleidigt ja niemanden. Ne? So, und die dritte Mascara ist die Essence Maximum Definition Volume Mascara, die kein Mensch in die Kamera zeigt, außer mir. Deswegen mache ich das regelmäßig und immer öfter, weil ich liebe sie. Die hat ein, also sie sagen, flexibles Bürstchen. Da. Also es knickt jetzt nicht da hinten, aber dafür vorne. Das ist wirklich mittelgroß, also ist nicht zu groß. Sieht so aus. Läuft also vorne auch spitz zu. Und hat hinten längere Borsten als vorne. Es kommt natürlich demnach an alle Wimpern ran. Komplett an alle, auch an die unteren. Es verlängert bombig. Und es definiert super, super, super gut. Volumen könnte ein bisschen mehr sein, aber sie heißt ja auch Maximum Definition. Volume Mascara. Ne? Das ist Maximum Definition, ist groß. Sprich, erst die und dann zum Beispiel die I Love Extreme. Naja, nicht unbedingt. Und dann sahen die Wimpern toll aus. Ich liebe diese Mascara und ich habe sie auch nochmal. Und ich werde sie mir auch jedes Mal nachkaufen, bis es sie nicht mehr gibt. Ja, wie gesagt, empfehlenswert für alle kurzen Wimpern.
vielleicht dafür eher gerade Wimpern, aber auf jeden Fall für kurze Wimpern, wenn ihr vielleicht auch spärliche Wimpern habt oder so, weil sie gut definiert. Das macht ja dann alles so ein bisschen fächerartig und großes Lob daran. Dann geht's weiter mit einer Handcreme, mit der habe ich so gekämpft, oh mein Gott. Balea Handcreme Mango. Sie riecht unfassbar gut, genauso wie die meisten Limited Editions von Balea, aber sie pflegt überhaupt nicht. Ich konnte alle Anwesenden, also Klassenkameraden und Ausbilderinnen und so, alle nerven mit dem Geruch, weil der echt extrem und er bleibt auch ziemlich lange. Sie ist relativ ergiebig, sonst hätte ich nicht so lange gekämpft. Aber ja, die Pflege ist halt einfach null und die könnte ich höchstens im Sommer benutzen. Im Sommer ist mir Handcreme ehrlich gesagt zu schmierig und sonst werden meine Hände einfach nicht gepflegt. Es ist einfach so, ihr cremt euch damit ein, erfreut euch am Duft, der euch schnell auf den Keks geht, weil er zu intensiv ist. Und dann geht ihr meinetwegen kurz raus, kommt wieder rein, tut Hände waschen, weil ihr was essen wollt. Oder geht auf Toilette und tut Hände waschen. Und danach habt ihr wieder staubtrockene Hände, müsst ihr wieder eincremen. Habt wieder so einen wunderschönen, gepflegten Film drauf. Und dann geht ihr wieder Hände waschen und dann ist er wieder weg. Also, ich hasse es. Es pflegt null, absolut null. Es ist regelmäßig ein duftender Film auf euren Händen, was nicht so viel bringt. Deswegen, ja, wenn ihr eine gute Handcreme habt, die vielleicht nicht so gut riecht und die drüber machen wollt, also im Moment gibt es die natürlich nicht, aber dafür gibt es gerade, glaube ich, Papaya. Die riecht auch sehr gut, aber ich beiß mir, glaube ich, in den Arsch, wenn ich mir die kaufe. Deswegen mache ich es nicht. Genau wie diese Chocolate, Banana, Kiwi, Strawberry Dinger da, riechen auch sehr, sehr, sehr gut. Und ja, also wie gesagt, als Dufterlebnis könnt ihr die gerne nehmen, aber als Pflege könnt ihr sie knicken. Dann hätte ich noch von Swissopar das Frottee Trockenshampoo. Das ist das hier. Kennt ihr bestimmt alle. Da sagen ja alle, das ist das Beste aus der Drogerie. Kostet, glaube ich, so 2,50 oder 2,70 oder sowas. Ja, fresh, sofort frisches und luftig lockeres Haar steht drauf. Ganz ehrlich, also es macht keinen grauen Schleier, aber ich finde auch, es macht keinen so großen Effekt. Also meine Haare waren zwar okay und sie haben sich ein bisschen angefeuchtet gefühlt, ist auch schnell wieder getrocknet, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es viel bringt. Also für einen Tag dranhängen, also so ein Sprich, oh, ich sollte duschen. Ja gut, ich habe keine Zeit, mache ich jetzt Trockenshampoo drauf, dann geht's noch. Wird schon knapp. Also, da sind andere besser. Aber man kann es durchaus benutzen. Vor allem bei dunklen Haaren ist es vielleicht besser, weil Balea erstens erstickt ihr, wie gesagt, und zweitens hat es halt schon einen weißen Film. Werde ich mir auch, wenn es schnell gehen muss, einfach mal wiederholen. Und sonst kann ich leider nicht viel sagen. Also, es gibt bestimmt bessere. So, dann habe ich noch von Balea Young Soft and Care klärendes Waschgel mit Fruchtsäure verfeinerte Poren, Mischhaut. Ist endlich leer geworden, habe auch sehr lange gekämpft. Ich habe mir das irgendwann mal gekauft, als ich damals bei meinem Freund halt immer war. Wollte ich nicht jedes Mal ein Waschgel mitschleppen und habe dann einfach das dort stehen lassen. Und deswegen, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her und da wurde es mal Zeit, das aufzubrauchen. Ich kann dazu sagen, verfeinerte Poren habe ich nichts von gemerkt. Der Duft ist sehr erfrischend, also für morgens super. Es ist für Mischhaut, ja, aber man sollte vielleicht keine Unreinheiten haben, weil erstens wirkt es nicht gegen Unreinheiten und zum anderen finde ich, es trocknet schon etwas aus, beziehungsweise es reizt die Haut, was bei meiner Akne zum Beispiel gar nicht gut ist. Also da sind so kleine Peelingkörner drin. Als Peeling selbst taugt es nichts, weil es zu wenig ist, aber ich finde, für jeden Tag ist es wirklich zu belastend für die Haut. Deswegen, na, vielleicht alle 2 Tage, ich weiß nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall nicht mehr kaufen. Und wie gesagt, wenn ihr Pickel habt, benutzt es lieber nicht, sondern wirklich nur, wenn ihr Mischhaut, nur pure Mischhaut habt. Sonst, naja, die Creme davon finde ich aber auch relativ gut, auch wenn sie nicht gegen Unreinheiten wirkt. Wie gesagt, das ist alles nur für Mischhaut, ohne Unreinheiten. Und ja, also nichts mehr für mich. Dann habe ich noch eine März-Spezial reinigende Maske mit weißer Tonerde und Zink. Sind eigentlich 2 Anwendungen. Ich zeige sie euch nochmal. Sind eigentlich 2 Anwendungen wie immer, aber ich benutze sie immer 4-mal, wie ihr vielleicht an den Kanten seht. Weil ich finde, in einem ist so viel Zeug drin, es reicht euch für 2 oder 3 Anwendungen. Also, ich glaube, die obere habe ich auch 3-mal benutzt, deswegen.
Ich sehe das gar nicht ein. Habt ihr gleich doppelt so viel davon. Ich fand die richtig gut, weil sie nicht ganz so arg ausgetrocknet hat. Aber sie hat auf jeden Fall schon diesen Fettfilm mal wieder runtergeholt und den ganzen Dreck und so. Und die wird auch weiß, bröckelt ein bisschen, wenn sie trocknet. Also ihr solltet jetzt vielleicht nicht unbedingt schwarze Kleidung dazu anziehen oder so. Oder essen, wenn sie schon trocken ist, dann krümelt euch das Zeug nämlich ins Essen. Weil, ja, egal. Auf jeden Fall, ansonsten finde ich die super toll und als Reinigung zwischendurch perfekt. Ich mag ja auch noch die von Garnier sehr, diese Thermomaske. Die ist halt was anderes. Es ist halt relativ unterschiedlich, also ich mag beide, sagen wir so. Und die kann ich euch durchaus empfehlen. Wer jetzt keinen Bock hat, sich Heilerdemasken jedes Mal selber anzumischen oder so. Beugt Mitessern vor, steht noch drauf. Ich habe inzwischen weniger Mitesser. Ich weiß aber nicht, ob es daran liegt. Aber ich habe die, wie gesagt, die letzten Monate eigentlich nur verwendet. Ich habe nämlich noch eine Packung, die ist fast leer. So oft mache ich Masken ja nicht, weil das trocknet dann zu sehr aus und dann muss wieder zu viel regeneriert werden und dann wird es wieder fettig und egal. Aber ich muss sagen, ich habe weniger Mitesser. Ich weiß noch nicht, ob es daran liegt. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich kann nichts versprechen. Aber ihr könnt sie mal gerne testen. Als letztes Beauty-Produkt habe ich jetzt noch ein Puder. Das ist das Vanilla von Clearface, also Manhattan Clearface, kennt ihr bestimmt alle und das habe ich auch schon öfters mal gezeigt, glaube ich, weil ich das, wann habe ich angefangen, das zu benutzen? Ich glaube mit 12, mit 11, mit 12? Sagen wir mal mit 12, also seit 10 Jahren benutze ich dieses Puder. Das hier war jetzt schon auch ein bisschen älter, habe ich wieder in meiner Schublade gefunden und dachte, okay, mach's das mal leer. War auch schon relativ eingetrocknet, deswegen ist da auch noch der Rand drin, weil ich habe keinen Bock, den jetzt auch noch rauszuholen. Mit dem Pinsel, mit dem Schwänzchen, fast unmöglich. Deswegen bleibt er einfach, wo er ist. Deckel ist, wie ihr seht, auch weg. Es mattiert und deckt ab. Deckt Unreinheiten lang anhaltend ab, ohne die Poren zu verstopfen. Das Hautbild wirkt verfeinert und ebenmäßig. Bekämpft Pickel je nach Bedarf, bla bla bla. Also ich denke, es bekämpft nur leichte Pickel und wenn ihr halt keine Foundation benutzt für so die ganz leichte Routine, erstmal Puder oder vielleicht noch Concealer und nochmal Puder oder so, keine Ahnung. Was ich halt gut finde, dass es wirklich eine Farbe hat, dass es nicht nur transparent ist und ich finde, wenn zum Beispiel die Foundation ein bisschen zu dunkel ist, dann gleicht das nochmal aus, weil das relativ hell ist. Ja. Ansonsten antibakterielle Wirkung, so kann ich nichts zu sagen, weil das kommt auch auf die Pflege und eure Ernährung an. Und ja, ansonsten ein solides Puder, kostet inzwischen aber auch 4 Euro. Ich glaube, früher war das mal bei 2,50 oder so. Ja, würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen, aber ich habe momentan noch so viele Puder. Naja, ich kann es euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Vor allem, wenn ihr halt unreine Haut oder glänzende Haut habt, weil mattieren tut es eigentlich ziemlich gut. Wenn noch nicht so lang anhaltend, aber... Was will man von Drogerie erwarten? Es ist ja schließlich kein MAC-Powder. Ne? So, das war's mit dem Beauty-Teil und jetzt kommen wir zu den Fresssachen. Ich habe es ja in den Favoriten schon gezeigt, aber ich zeige es trotzdem nochmal, falls ihr die Favoriten nämlich nicht geguckt habt, weil ich finde, es hat eine Erwähnung durchaus verdient. Und zwar habe ich zum einen 2 Packungen Alpro Soja-Vanille-Milch, also Vanille-Soja-Milch, leer gemacht und noch die Schokomilch. Und ich kann zu beiden, ich mach's jetzt mal so. Das wäre jetzt ein Outtake, wenn man es rausschneiden würde, mache ich aber nicht. Ich kann zu beiden sagen, die schmecken super, 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 super lecker, aber halt nicht wie normale Milch oder Kava oder sowas. Logischerweise ist es ja Sojamilch, aber es ist nicht so ein nussiger Sojageschmack wie bei Alnatura, weil den mag ich überhaupt nicht. Hatte meine Mom nämlich danach gekauft, weil sie keinen Bock hatte, zum Edeka zu gehen und scheußlich. Also ihr solltet lieber Alpro trinken, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Davon gibt es auch Pudding. Auch super lecker, habe ich jetzt halt nicht aufgehoben, aber definitiv zu empfehlen. Ich bin so süchtig nach den Dingern. Ja, ich kann eigentlich nicht mehr dazu sagen, es ist einfach hammergeil. Aber die Bananenmilch, die ist irgendwie so ein bisschen heftig. Also die mag ich jetzt nicht so. Nur so vorab. Also falls ihr Banane mögt, macht vielleicht doch lieber einen Bogen drumherum und benutzt, trinkt lieber mal die hier. Die sind nämlich besser. Dann wieder von Alpro noch diese 2 Schätzle. Das sind Joghurt. Einmal Vanille. Zudem kann ich sagen, das schmeckt schon ein bisschen holziger. Schmeckt zwar gut,
Schmeckt auch nach Vanillejoghurt, aber halt die holzige Note ist schon ordentlich, also die Sojanote. Muss man vielleicht ausprobieren, ob man das mag. Ich meine, sehr billig ist er nicht, der kostet auch 2 Euro oder so. Und das sind 500 Gramm drin. Muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Ich finde, es gibt bessere. Dann gibt es den Erdbeer-Rhabarber jetzt. Der ist richtig, richtig lecker. Schmeckt halt auch ein bisschen holziger, logischerweise, kommt aber auch teilweise vom Rhabarber, ist aber auch lecker süß und schmeckt eigentlich ziemlich normal, also wie normaler Erdbeer-Joghurt mit einer Note natürlich. Aber auf jeden Fall sehr gut und viel besser als der Vanille. Und wir hatten noch Blaubeere. Oh mein Gott, Leute, probiert diesen Blaubeer-Joghurt, der ist so Hammer. Ich habe ihn leider nicht da, weil er vorher im Müll gelandet ist und... Boah, Leute, ihr müsst den unbedingt probieren. Der ist sowas von geil. Unfassbar. Echt, echt Hammer. Also, ich liebe Alpro. Ne? So, dann geht's weiter. Ihr wisst ja, dass ich diese Billig-Ramen, also Nudelsuppen, mag. Und da dachte ich, ich benutze jetzt mal andere, weil immer nur Maggi. Maggi ist ja schon sehr... heftig. Und ich fand auch, die gehen nicht so richtig schön auf, die Nudeln. Und ich fand, sie hätten auch noch ein bisschen würziger sein können. Und deswegen wollte ich mich mal anderweitig probieren. Und zwar habe ich hier von Nissin Top Ramen würziger Entengeschmack aus dem Kaufland. Also so eine braun-orangene Packung. Ich weiß nicht, wie das in der Kamera rüberkommt. Sieht so aus. Und ich kann euch sagen, es schmeckt einfach nur widerlich. Ja, es schmeckt nicht gut, es ist mega fettig. Und die Nudeln, die sind... die gehen zwar ein bisschen auf, aber die schmecken halt echt, als wären sie stundenlang gekocht worden. Das schmeckt zum Kotzen. Also total No-Go. Deswegen wollte ich sie euch zeigen. Also dann nehmt lieber die von Maggi. Das ist wirklich gar nichts. Das schmeckt nach nichts. Nach verkorksten Spaghetti schmeckt das höchstens mit ein bisschen fettiger Suppe ohne Geschmack. Widerlich. Dann beim Edeka, da gibt's... Welche gibt's denn da? Da gibt's zum einen die Maggi und ich glaube die, ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall stehen da nochmal welche daneben. Und bei der Asiatheke gibt's wiederum nochmal welche. Und zwar sind das die hier. Die sind in lauter bunten Verpackungen, je nach Geschmacksrichtung. Also das ist jetzt gelb, ich glaube da gab es noch blau, orange, rot oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Sehen unscheinbar aus, sind aber auch Ramen, auch wenn so viel Fleisch drauf ist. Und da kann ich euch sagen, holla die Waldfee, die sind lecker, die sind richtig gut. Und ja, ich glaube ich werde auch nur noch die kaufen, weil die sind richtig, richtig würzig. Und ich würde euch sehr, sehr empfehlen, wenn ihr kein Scharf vertragt, genau wie ich, macht höchstens die Hälfte von diesem Päckchen mit dem scharfen Zeug rein, weil alles andere ist ein bisschen krass, ne? Ja, ich finde es nur ein bisschen dieses Geschmacksverstärker-Tütchen, das ist ein bisschen schwierig zum Leeren, da kämpfe ich ein bisschen, aber es geht schon. Aber ansonsten vom Geschmack her sind die wirklich die besten. Also da kann Maggi auch einpacken, ich habe Maggi einfach mit zu denen reingeschmissen, damit sie noch mehr Geschmack kriegen. Aber die Nudeln sind auch schon, also... Das ist super und das ist scheiße. Absoluter Flip. Und die sind Hammer. Also das sind bis jetzt die besten, die ich gegessen habe. Dann hätte ich noch nebenher mal so, ich weiß nicht, wo die her sind, von Bio? Hafer Schoko Crunchy. Sehen so aus. Keine Ahnung, wo die her sind. Wahrscheinlich auch aus dem Edeka oder so. Ich zeige es euch nochmal. Wurden wahrscheinlich mitgenommen, weil sie billiger waren als die von Alnatura, aber ich muss sagen, die sind ekelhaft. Also, die sind kaum schokoladig, die sind kaum süß. Es ist halt wirklich nur Crunch. Und das ist irgendwie... Ja, kann ich es auch weglassen, sagen wir es so. Also entweder will ich Schoko-Crunchies, die richtig schön reinballern und schön lecker süß sind, oder ich lasse es. Deswegen, ja, Flop. Nehmt lieber die von Alnatura, die sind gut. Dann habe ich noch leer gemacht von Marlene den flüssigen Blütenhonig, goldklar. Der ist von Lidl und er ist super geil und lecker und ich habe mir den immer ins Müsli gemacht. Ich wollte ihn nur mal erwähnen, weil der ist nicht... Also es ist halt wirklich klar und süß und nicht dieser komische Nachgeschmack oder dieses kratzige, was manche Honige
Honigs, wie auch immer, haben, weil das finde ich widerlich. Also der ist lecker, den könnt ihr euch gerne mal holen beim Lidl oder so. Vielleicht wollt ihr es ja auch ins Müsli oder einen Tee machen, weil für einen Tee war er auch ganz gut. Löst sich gut auf. Und zum Schluss habe ich noch meine neue Sucht, die mir aber nicht so gut tut, weil seitdem habe ich Sodbrennen, wenn ich es trinke, weil ich es übertrieben habe. Ich habe nämlich innerhalb von einem Monat erst das leer gemacht. Das ist von Edeka, gut und günstig, Gold Hochlandkaffee. Der ist übrigens richtig gut. Ist eine nachgemachte von Nescafé. Nescafé Gold? Ja genau, Nescafé Gold, aber Nescafé Gold ist heftig und den vertrage ich nicht. Also auch wenn ich ihn ganz schwach mache, vertrage ich den nicht. Also ich finde den hier besser, ganz ehrlich, und ist auch billiger. Und zum anderen habe ich dann auch nochmal von gut und günstig Typ Cappuccino Classico mit extra viel Schaum leer gemacht. Von extra viel Schaum habe ich nichts gemerkt, aber er ist verdammt lecker und ich bin traurig, dass er weg ist. Wir haben gerade noch so ein Milchkaffee oder so. Den kann man zwar auch trinken, ist mir aber dann zu schwach, ist auch irgendwie zu süß und schmeckt halt irgendwie nicht nach Kaffee. Na gut, wir machen ihn ja auch nicht mit Milch, sondern mit Wasser und ein bisschen Milch, also wie normalen Kaffee. Egal. Auf jeden Fall habe ich irgendwie in 4 Wochen 2,5 Dosen Gläser leer gemacht, den anderen jetzt auch schon ein Drittel. Boah, Leute, ich habe nicht mehr geschlafen und jetzt ist auch schon wieder 11 Uhr, weil ich heute Morgen auch einen Kaffee hatte und ich total fit bin. Und da ich jetzt fertig bin, werde ich jetzt auch ins Bett gehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es wieder zweigeteilt war. Ich meine, andere zeigen Babywindeln in die Kamera, was mich überhaupt nicht interessiert als Nicht-Mutti. Dann kann ich auch das so machen, ja? Ich habe es ja extra gesplittet, damit alle, die sich nicht für das Essen hier interessieren, wegschalten konnten. Vielleicht kommen auch irgendwann noch Putzsachen oder so dazu. Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht gibt es irgendwas Gutes oder so mal. Werden wir sehen. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal wieder, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß bei allem, was ihr tut. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.